Hallo, ich habe heute wieder ein Video für euch und zwar eine Studiomodellage und das ist ein Refill mit Gel. Ich beginne natürlich wie immer, nachdem ich die Hände desinfiziert habe und das Nagelbett gesäubert habe, mit dem Diamantstift die Nagelhaut zu entfernen, beziehungsweise das, was ich auf der Nagelplatte an festgewachsenem toten Eponychium befindet, zu lösen. Und dann habe ich gewechselt auf den blauen Hartmetallfräser und nehme jetzt die alte Farbe. Also sie hat hier eine ganz dünne Schicht Skin oder Rosalie, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau, drauf gehabt. Die entferne ich jetzt und ich dünne den Nagel so weit aus, dass ich komplett eine neue Gelschicht auftragen kann, also auch vorne auf der Spitze. Die meisten Nagelstudios oder sehr, sehr viele Nagelstudios fräsen, feilen nur den oberen Rand, also am Wall, und setzen dann einfach nur oben ein bisschen Gel drauf. Das mache ich nicht, weil ich habe keine Zeit, zwischendurch Reparaturen bei meinen Kunden zu machen, und meine Kunden haben da auch keine Zeit zu, weil die haben teilweise so weite Wege, die zu mir fahren, also wirklich 100, 200, 300 Kilometer, und da kann ich mir das nicht erlauben, dass jemand einen abgebrochenen Nagel hat oder dass sich vorne irgendetwas an Material löst. Finde ich auch völlig unnötig, so zu arbeiten, dass die Kundin zwischendurch Reparaturen hat. Also ich dünne so viel Material dass ich quasi keine Produktalterung auf dem Nagel habe. Das kann man jetzt hier schön sehen. Das wird vorne schön ausgedünnt, sodass quasi die Spitze wieder frei liegt. Bin natürlich super vorsichtig, wenn ich mit Gel arbeite. Also wenn ich hier auch Gel abtrage, das ist nämlich dermaßen schnell runter. Dann nehme ich meinen Diamantzylinder und egalisiere nochmal komplett die gesamte Oberfläche und auch da, wo ich jetzt mit dem blauen Fräser nicht war, auf der Nagelplatte, weil das ist quasi so der Ersatz für meine Feile. Und jetzt wird nochmal die Oberfläche komplett auf eine Ebene gebracht, also so, dass das Produkt genauso aussieht wie das, was rausgewachsen ist oben. Also dass ich wirklich, wenn ich jetzt neues Material draufsetze, dass ich da keine Farbunterschiede habe. Das Einzige, was ich an Produkt stehen lasse, ist in der Mitte, das sieht jetzt hier so ein bisschen aus wie so eine Vogelkralle, quasi das, was beim letzten Mal modelliert wurde. Das löst sich nämlich nicht. Das lasse ich stehen. Dann die überschüssigen Hautfetzen entfernen. Ich habe mir übrigens jetzt bei ein paar anderen Kundinnen bei mir im Studio angewöhnt, die so empfindliche Nagelhäute haben, dass ich immer erst nach der Modellage, also bevor ich anfange zu versiegeln, dass ich dann erst die Haut wegmache. Jetzt gerade habe ich den Prep aufgetragen und jetzt kann ich mit meiner Modellage beginnen. Und dann nehme ich den Mystical 6, meinen Lieblingsgel-Modellagepinsel, und massiere erstmal den Bonder in den Naturnagel. Ziehe ich auch komplett über die gesamte Modellage, so dass die Spitze auch gut eingepackt ist. Vorne auch schön ummanteln und aushärten. Dann trage ich Fiberglas Clear auf. Erstmal eine dünne Kontaktschicht. Das mache ich hier. Sind ein bisschen zappelig. Warum, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob die Katharina schläft. Und dann etwas mehr. Immer bis zur Haut, aber nicht die Haut berühren.
Und dann modelliere ich komplett auf der Kontaktschicht meinen neuen Apex und die neue Spitze. Wenn ich alle 10 modelliere, geht das erstmal immer schön im Wechsel in der Zeit, wo ich den nächsten Nagel an der anderen Hand modelliere, härtet der andere schon mal an. Also sie bleibt da wirklich nur vielleicht so 10, 20 Sekunden drin und dann kommt sie wieder raus. Und erst wenn alle komplett modelliert sind, alle 5 Finger an einer Hand, dann härte ich komplett einmal durch. Das ist mir eigentlich auch noch ganz wichtig, das liegt mir noch am Herzen. Achtet bitte darauf, dass ihr alle eure Schichten, die ihr auf einer Modellage tätigt, immer komplett durchhärtet. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn das Material nicht komplett durchgehärtet ist und ihr tragt neue Schichten auf, dann wird die Polymerisation in der schon auf dem Nagel sich befindlichen Schicht nicht beendet und das kann ganz schlimme Allergien verursachen. Wenn alle Schichten ausgehärtet sind, beginne ich mit der Befeilung und zuerst feile ich vorsichtig die Form nach und dann begebe ich mich an die Oberfläche und für alle Neulinge, die meine Fallschritte noch nicht kennen oder die vielleicht nicht so schnell folgen können. Ich werde euch unten in die Infobox einen Link zu meinem Fallvideo packen und da könnt ihr euch komplett mit der genauen Erklärung meine Fallschritte nochmal angucken. Bei Gel ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr sehr vorsichtig feilt. Gel ist wesentlich elastischer, flexibler und ich würde niemals eine Gelmodellage hinterher fräsen, sondern es wird immer alles nur mit der Hand gefeilt, geht aber auch eigentlich recht schnell, weil Gel ja eigentlich noch weicher zu feilen ist als Acryl. Also unser Acryl ist ja sowieso schon weich zu feilen, aber Gel ist auf jeden Fall weicher und was ganz, ganz wichtig ist, dass ihr überhaupt keinen Druck ausübt. Also ich könnte jetzt theoretisch, so wie ich die Feile da halte, einfach loslassen und dann würde sie runterfallen. So leicht müsst ihr sie in der Hand halten. Und vorsichtig mit der Holzfeile die Seiten ausfeilen. Alle Fallschritte mit dem weißen Buffer nochmal wiederholen, komplett, auch ohne Druck, immer dran denken, auch der Buffer feilt, da könnt ihr euch ganz viel mit kaputt machen, entstauben und dann sind wir fertig fürs Finish. Ich habe mich für Love Velvet entschieden, mit Katharina. Wir wollten euch von unseren neuen Farben mal noch eine zeigen, ein schönes, dunkles, klares Cremelila. Und das trage ich natürlich mit dem Lackierpinsel wieder auf. Ganz sauber erst am oberen Nagelwall beginnen, dann nach unten ziehen. Und da habe ich jetzt irgendwas entdeckt, ach so einen kleinen Fussel. Der stört. Der würde mir nämlich an meinem Pinsel hängen bleiben und den habe ich jetzt weggenommen. Die Farben sind beim ersten Auftrag schon deckend, tragen überhaupt nicht auf. Oh, ich finde die ganz toll.
ich mache das ja immer so, dass ich auch bei den Farben erstmal eine Kontaktschicht auftrage und dann die Farbe halb satt nochmal, so dass sie richtig deckt. Wer sich das nicht traut, kann natürlich auch zwei Schichten machen, aber es ist echt nicht nötig. Seht ihr ja hier. Die zwei nächsten habe ich euch rausgelöscht, sodass wir jetzt direkt, dass ich direkt mit dem fünften weitermache. Wenn ich die Farbe sauber aufgetragen habe, dann wird sie einmal komplett durchgehärtet. Nachdem sie ausgehärtet ist, nehme ich dann an den Finger, wo ich das Design mache, mit Cleaner die Schwitzschicht ab. Das geht bei den Color Culture Farben wunderbar. Und mattiere mit dem Buffer, mit der feinen Seite von dem Buffer, die Oberfläche, damit ich darauf malen kann. Ich habe mich jetzt entschieden, auf dem Love Velvet mit Aquarellfarbe Gold und Schwarz zu machen. Und es gibt in unseren neuen Aquarellkästen, die wir bald bekommen, wir warten noch drauf, die Farbe Kupfer, Gold und Silber und Weiß. Das hat man eigentlich sehr, sehr selten in Aquarellkästen, aber in diesem sind die drin. Also könnt ihr euch schon mal darauf freuen, sind halt leider nur noch nicht da. Und es gibt wieder meine allseits beliebten Schnörkel. Und dann wechsle ich auf Schwarz und schattiere mir ein bisschen meine Schnörkel aus.
Für die Malerei nehme ich natürlich wie immer meinen Acrylic Design, meinen Malpinsel, der am allerbesten mit Aquarellfarbe funktioniert. Man kann es auch mit Airbrushfarbe oder Acrylfarbe auf Wasserbasis machen. Die habe ich aber nicht so gerne, weil die halt sehr dickflüssig sind. Und ich finde, das ist immer so bockig am Pinsel. Und da kommt er wieder in seine Hülle. Und jetzt wird natürlich mit Unisealer wieder versiegelt. Und dem Lackierpinsel. Ich habe euch wieder die zwei davor weggelassen, damit wir es nicht so in die Länge ziehen. Nach dem Versiegeln, ich versiegel immer grundsätzlich alle fünf auf einmal, das ist überhaupt kein Problem mit unserem Unisealer, wird das Ganze durchgehärtet. Sekunden in LED, 2 Minuten in UV aushärten, dann wird die Schwitzschicht entfernt. Ich nehme da immer gerne Kosmetiktücher für. Mit einem Wattepad und Öl wird die Nagelhaut schön eingeölt und dann sind wir fertig. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich. Tschüss!